Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wisst ihr, damals als ich meinen Eltern eröffnete, dass ich Metal höre, da war denen das irgendwie nicht so recht. Ja, das kennt ihr vielleicht, so diese Aussage, das ist so eine negative und so eine düstere Musik, da muss man ja zwangsläufig durchdrehen. Ja, das war so das, was sie dazu gesagt haben. Und mit den Jahren habe ich jetzt irgendwie was Faszinierendes festgestellt. Ja, natürlich hatten sie recht, das ist düstere Musik und die Dinge, die da ausgedrückt werden, innere Zerrissenheit, Hass auf diese Welt und so weiter und so fort. Das ist ja schon düster, ne? Also es stimmt schon. Aber der Rest der Musiklandschaft bewegt sich auch immer weiter in diese Richtung. Faszinierend, oder? Ist das etwas, das ich mir nur einbilde? Oder ist da wirklich was dran? Leute, werfen wir doch mal einen Blick auf die Künstler, die gerade so funktionieren am Markt, sage ich jetzt mal, die besonders bekannt sind. Dann fällt uns auf, viele von denen sind wirklich mies drauf oder zumindest betäubt. Ja, rappen, singen sogar betäubt. Und ich gebe zu, meine Beispiele sind jetzt auch absolut nicht Metal, aber das war jetzt auch so ein Thema in meiner Podcast-Folge Nummer 51 von Zart wie Kruppstahl mit Mike. Desto weniger live etwas existiert, desto weniger fühlt man sich irgendwie aus so einer Art Szene zugehörig. Na, man beginnt so ganz automatisch, sich auch in anderen Bereichen umzuhören und sich da tiefer reinzufräsen. Mir ist dabei aufgefallen, dass auch in anderen Bereichen der Musik der Ton mittlerweile überwiegend düster ist. Ganz besonders überrascht hat mich das, ich bin bei weitem kein Kenner, aber ist mir aufgefallen, das neue KIZ-Album, das wirkt krass düster im Vergleich zu den Vorwerken, ja. Rapper wie Contra K, die singen eigentlich die ganze Zeit von ihren Depressionen und so ein gewisser Emo-Einschlag, der ist ja jetzt auch wieder in der Popkultur sichtbar. Wir wollen jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen und erklären, wie das jetzt über TikTok irgendwie alles wieder zurückkommt. Aber wo sind denn die 90er geblieben? Ja, mit ihrer absurd überspitzten fröhlichen Musik. Ja, ist die Welt seitdem irgendwie schlechter geworden? Wird die Musik immer trauriger? Die Antwort lautet, ja, wird sie tatsächlich. Und warum? Beziehungsweise woher wir das wissen, das finden wir zusammen raus. By the way, wollt ihr mal wieder so ein 7 Tage 90er Jahre Musik hören Video? Die Reihe, die habe ich ja jetzt jahrelang nicht mehr weiter fortgesetzt. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich wissenschaftlich mit der Frage auseinandergesetzt haben, ist Musik trauriger geworden. Dass das künstlerische Ausdrücken von Schmerz ja immer schon irgendwie gut funktioniert hat, das bestätigen uns ja die ganzen großen Balladen der Herzschmerz, ne? Einsamkeit, Verzweiflung, das sind ja Themen, die sind nicht neu in der Kunst und die wurden auch schon seit Menschengedenken aufgegriffen, ne? Das ist das, was uns umtreibt. Was sich hingegen aber stark verändert hat, ne, ist die Menge an wirklich positiven Songs in der Popkultur. Wie kann man dieses diffuse Gefühl jetzt messen? Mit Algorithmen, ist ja logisch, oder? Leo Shamir von der Lawrence Technical University, der hat insgesamt 6150 Billboard Hot 100 Singles von 51 bis 2016 gesammelt, die Texte genommen und sie eben dem Algorithmus zum Fraß vorgeworfen und hat sozusagen eine Software damit bearbeitet, die darauf trainiert war, sprachliche Marker aus Texten herauszufiltern, also sozusagen emotionale Zustände und auch Persönlichkeitsmerkmale aus Texten herauszufiltern. Das ist natürlich jetzt nicht alles, ne, sondern wirklich gezielt auf Traurigkeit, Angst, Ekel, Freude und Extraversion, also vermutlich wie das so nach vorne geht. Ne? Und obwohl ein Computer so einige Nuancen jetzt nicht so richtig herausfiltern kann aus richtig komplexen Texten, die grundsätzliche Einschätzung, die stimmt mit menschlichen Urteilen überein. Und Shamir hat dann sozusagen den Durchschnitt der ganzen Ergebnisse gebildet für jedes Jahr und untersucht, wie sich im Lauf der Zeit eben diese Jahreswerte verändert haben. Und die Ergebnisse, die sind sehr verblüffend. Ne? Die Äußerungen von Wut und Ekel haben sich zum Beispiel in 65 Jahren verdoppelt, während die Angst um 50% zugenommen hat. Und bemerkenswerterweise sind die heutigen Songs noch deutlich aggressiver und ängstlicher als zu Zeiten des Punks, so als der Punk richtig groß war. Das ist krass. Wir haben da nun so eine Szene, so eine Musikrichtung, so einen Stil, der deswegen existiert hat, um eben das so zu kanalisieren. Die Angst, die Abscheu dem System gegenüber und so weiter und so fort. Und das ist jetzt sozusagen das Grundrauschen, was da der große rebellische Akt war. Das müssen wir uns mal ganz kurz vor Augen führen. So. Woran könnte das jetzt liegen? Also den Grund hierfür sehen die Forscher, dass die Rap-Musik da immer einen größeren Einfluss gewonnen hat und wie Punk eben auch für soziale Unruhe, für Gefühle der Entrechtung steht, ne? Und da dementsprechend jetzt wieder mehr Feuer reingegeben hat in dieses System.
Also das könnte an der Rap-Musik liegen, die einfach für den Mainstream immer eine größere Rolle spielt. Zum Thema Traurigkeit kann man sagen, die blieb ungefähr bis in die 80er Jahre stabil und bis zum Anfang der 2010er Jahre nahm sie dann stetig zu, während Freude, Selbstvertrauen und Offenheit stetig abnahmen. So, also wir haben ab den 80ern da irgendwie so einen krassen Abfall zu sehen. Und sein Fazit ist, man sieht eine sehr konsequente, sehr deutliche Veränderung, dass die Texte wütender, ängstlicher, trauriger und vor allen Dingen weniger fröhlich werden. Und es gibt sehr erhebliche Unterschiede zwischen den Texten der späten 50er im Vergleich zu den Texten der Jahre 2015 und 2016. Diese Studie geht leider nur bis 2016. Ich könnte mir ehrlicherweise sehr vorstellen, dass sich dieser Trend in den letzten Jahren nochmal rasant verstärkt hat, weil es jetzt wirklich krass auffällt, so in einem kurzen Zeitrahmen. Wenn man jetzt mal einen Blick auf die Ergebnisse wirft, dann wird auch schnell klar, die Traurigkeit nimmt in dem Sinne auch nur leicht zu, während die Freude stark absackt. Aber wo kommt das jetzt her? Woran liegt das? Das wollen wir auch herausfinden. Das ist ein bisschen tricky. Da kann man nur spekulieren, dem liegt sehr viel zugrunde. Vermutlich liegt es eben an einem gesellschaftlichen Wandel in der westlichen Gesellschaft innerhalb dieser Zeit. Ich habe das ja immer für ziemlich an den Haaren herbeigezogen empfunden, sage ich jetzt mal, wenn Historiker von der Zäsur des 11. September gesprochen haben. Aber irgendwie, wenn man das mal so Revue passieren lässt, liegt seitdem ziemlich viel im Argen mit unserer westlichen Kultur generell. Fühlt ihr das auch oder ist das eine Einbildung? Eine andere Theorie ist tatsächlich ein bisschen technischer. Mike Batt, das ist der Produzent hinter Songs wie Bright Eyes beispielsweise, also ein ganz großer in diesem Spiel, der sagt, dass durch das Streaming sich sehr viel verändert hat an der Musik, ja. Und Streaming entscheidet, welche Musik populär ist. Und das ist eben eine Form von Musikkonsum, die sehr mit der jungen Zielgruppe zusammenhängt, ja. Und die junge Zielgruppe entscheidet sozusagen, was populär ist. Und die ist deutlich ängstlicher als ältere Musikhörer, ja? Also die neigen dazu, dass sie eben Musik konsumieren, die deutlich düsterer ist und weniger von freudvollen Inhalten geprägt, als das, was Ältere in ihrer etwas ausgeglicheneren Lebenserfahrung hören würden. Dementsprechend wird dieser Trend auch dadurch beeinflusst, dass eben die Zielgruppe sich verschoben hat, zumindest die tonangebende Zielgruppe, im wahrsten Sinne des Wortes tonangebend. Er sagt auch, Songs neigen dazu, der Gesellschaft bewusst oder unbewusst einen Spiegel vorzuhalten. Oder sie werden zumindest durch das, was in der Welt passiert, beeinflusst. Und die Social-Media-Generation, also das, was wir so diffus als Generation sind, die wird eben sehr stark durch stark artikulierten Stress beeinflusst. Ja? Und die Aggression in der Politik und in religiösen und rassischen Spannungen, die ist jetzt nicht größer als sonst, sagt er, aber sie wird eben häufiger und direkter abgeliefert beim Konsumenten. Also wir kriegen die ganze Zeit eben diesen Input und das spiegelt sich in den Songs wieder. Aber auch der Umstand, dass diese wirklich erfolgreichen Songs heute von vielen Menschen eben gemeinsam geschrieben werden. Also du hast halt nicht mehr Singer-Songwriter so in großer Zahl, sondern Produktionsteams, weil eben auch große Firmen hinter diesen Marken und hinter diesen Produkten stehen. Und das beeinflusst das auch nochmal. Ne? Vielleicht neigen mehrere Schriftsteller dazu, eine gemeinschaftlichere Sichtweise auszudrücken, sagt er. Und wenn diese Stimmung im Allgemeinen negativ ist als in der Vergangenheit, werden diese Songs trauriger und wütender. Ne? Also dass es nicht nur individuelle Erfahrungen und individuelle Meinungen sind, sondern wie so eine Art Gemeinschaftskonzept. Aber ist das denn grundsätzlich schlecht, wenn Musik traurig ist? Ich meine mal abgesehen davon, dass die Musik immer trauriger wird, ne? Und das irgendwie auch zeigt, wie abgefuckt unsere Situation gesellschaftlich ist. Aber traurige Musik an sich und das Hören von trauriger Musik, verstärkt das irgendwie so einen depressiven Effekt? Ist das negativ? Nein, denn auch diese Form von Musik hat einen positiven Effekt auf uns. Manch einer redet da von dem Sadness-Paradoxon. Musik ist halt mehr als nur dieser physikalische Schall, weil der in unserem Gehirn ganz viele verschiedene neuronale Netze ansteuert. Also nicht nur in einem Bereich, dass man jetzt sagt, hier sitzt der Kopfteil, wo der Mensch eben zum Musikfan gemacht wird oder eben nicht. Nein, das ist im ganzen Kopf verteilt. Deswegen ist Musik eben so wichtig für uns oder kann sehr wichtig für uns sein, weil sie das Gehirn generell sehr aktiviert. Und auch wenn wir das nicht wissen oder nicht mitbekommen, unterbewusst benutzen wir Musik sehr oft, um Emotionen auszudrücken, zu regulieren oder eben zu verarbeiten. Also Musik arbeitet für und mit uns. Ich habe beispielsweise auf Spotify keine einzige Playlist für einen glücklichen Gemütszustand. Mir selbst ist es nie aufgefallen, sondern
meine damalige Freundin hat mich darauf hingewiesen und da habe ich dann auch so drüber nachgedacht, Alex, was sagt das eigentlich über dich aus, ja? Was sagt das? Und Musikpsychologen, die sind jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass Menschen mit hoher Empathie eher traurige Musik genießen. Also das hat auch was wieder mit eurer Persönlichkeit zu tun, welche Art von Musik ihr hört. Und das könnte wiederum daran liegen, dass die wahrgenommenen Emotionen, die sie vermitteln, besser verstehen oder leichter eben von ihnen bewegt werden. Ja, also dass sie eben auch empfindlicher auf emotionale Ansteckung reagieren, eben auch auf emotionale Ansteckung durch diese Songs. Ja, sie halten traurige Musik deswegen für ästhetisch schöner, hochwertiger, ne, bedeutsamer, weil da ist ja was drin. Es geht auch eben nicht immer nur um Emotionen, sondern eben auch um Kognition und Wahrnehmung, das, was die Musik als Konzept für dich ist. Studien ergeben, dass sich beispielsweise Menschen mit Depressionen, und das ist das Paradoxe, nach dem Hören von trauriger Musik besser fühlen. Also sozusagen ist hier diese Werkzeugfunktion zu sehen. So, und jetzt eröffne ich mal eine Theorie an dieser Stelle, natürlich nicht wissenschaftlich belegt. Immer mehr und mehr Menschen leiden an Depressionen und das spiegelt sich in der Musik wieder. Das ist meine Theorie. So, jetzt kommt ihr. Stimmt das? Ist sozusagen die Veränderung in der generellen Musikgewohnheit ein Ausdruck dafür, wie sich unsere Gesellschaft generell entwickelt? Also, ein Beweis könnte die WHO liefern. Die hat nämlich zwischen 2010 und 2015 eine Zunahme von 18% bei Depressionsfällen gemessen. Also 18% mehr Depressive im Verlauf dieser Zeit. Übrigens ist auch die Zahl von psychologischen Symptomen während Corona drastisch gestiegen. Also auch bei denen, die überhaupt keine Erkrankung vorher hatten. Dazu habe ich gerade ein Paper auf The Lancet gelesen. Und gerade die Pandemie zieht uns noch ein großes Stückchen weiter in die Krise. Aber eine Korrelation dieser Faktoren herzustellen, ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich. Ich denke aber, dass die Trends ungefähr erkennbar sind und dass es vielleicht verständlich ist. Und ja, Musik wird immer trauriger und auch wir werden immer trauriger. Ist jetzt kein so geiles Ergebnis zugegebenermaßen für so ein Video, aber das ist das Leben, Leute. Aber vielleicht kann ich euch ein bisschen mit dem Sternklang online helfen, nicht wahr? So, haben wir es nochmal reingekriegt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Ne? Tschüssikowski, und falls ihr Bock auf dieses 7 Tage 90er Video habt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Bis dennchen, Tschüssikowski, und schön, dass ihr dabei wart.